Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 160 – Der ewige See. Den Moment, in welchem ausnahmslos jeder die Augen nach oben gerichtet hatte, nutzte Severus, sich unbemerkt von der Terrasse zu entfernen. Er hatte gerade den Rundbogen durchquert und den überdachten Gang betreten, da hörte er Albus' Stimme hinter sich, der ihm gefolgt sein musste. Severus! Abrupt blieb Severus stehen, doch er drehte sich nicht um. Da es sich um Albus handelte, war es ihm nicht möglich, ihn einfach zu ignorieren. Die Zeit, in der er die langsam näher kommenden Schritte seines Mentors vernahm, nutzte Severus, um sich innerlich für ein Gespräch zu stärken, doch die Zeit war viel zu kurz. Albus konnte immer Argumente hervorbringen, die Severus kaum noch zu entkräften imstande war. Es freut mich. Albus stellte sich direkt vor ihn. Dass du heute so lange geblieben bist. Einen Moment lang fragte sich Severus, ob sein alter Freund ihn auf den Arm nehmen wollte, doch der versicherte. Du warst noch nie bis kurz vor eins mit deinen Kollegen draußen und hast das Feuerwerk bestaunt. Ich habe gar nichts bestaunt. Feuerte Severus zurück, dem es missfiel, man könnte von ihm glauben, er hätte Spaß an bunten Raketen. In seinen Augen war es lächerlicher Kinderkram. Vielleicht lag es weniger an den Kollegen als an deinen Freunden, weswegen du länger geblieben bist. Severus war es gewohnt, dass Albus manchen seiner Äußerungen keinerlei Beachtung schenkte, wenn diese nicht in seine geplante Gesprächsführung passen würden. Du kannst dich doch sicherlich noch an unser erstes Gespräch nach dem Sieg über Voldemort erinnern. Wollte Albus wissen. Natürlich. Es war eines seiner wichtigsten gewesen. Dann wird mir die Frage erlaubt sein. Albus rückte seine Halbmondbrille gerade. Ob du bereits genügend Zeit und Muße gefunden hast, deinen künftigen Lebensweg zu ergründen. Für einen Moment aus der Bahn geworfen, konnte Severus nichts anderes tun, als Albus mit offenstehendem Mund anzublicken, bevor er glaubte, die Bedeutung der Worte erfasst zu haben. Willst du mich hinauswerfen? Albus schüttelte sanft den Kopf und wollte etwas erwidern, da kam ihm Severus zuvor. Aufgebracht machte er von einer Redewendung Gebrauch. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen, ist es das? Nein, Severus. Ich habe dir gesagt, wenn es dir gefällt, dann kannst du so lange bleiben, wie du möchtest. Was soll dann diese Frage? Severus war sichtlich erbost. Nun, ich habe den Eindruck, und das nicht erst seit kurzem, dass dir die Arbeit hier nicht sonderlich zusagt. Was habe ich getan, um diesen Eindruck zu erwecken? Als ich damals meine Bedenken geäußert hatte, für die Arbeit mit Kindern möglicherweise nicht geeignet zu sein, da hast du dagegen gehalten und behauptet, die Schüler müssten lernen, mit jedem Schlag Menschen umzugehen. Ist es jetzt anders? Provozierend zog Severus beide Augenbrauen in die Höhe, doch Albus blickte ihn weiterhin freundlich an. Mit einem Mal kam ihm eine Idee. Seinen linken Oberarm hebend und mit den Fingern der rechten Hand zweimal auf die Stelle klopfend, unter der sich das dunkle Mal verbarg, fragte er gereizt. Oder ist es deswegen? Du weißt genauso gut wie ich, dass das kein Grund ist, Severus. Beschwichtigte der Direktor seinen Freund. Weswegen dann? Wie ich während unseres Gesprächs damals schon gesagt habe, bist du noch jung genug, um Zukunftspläne zu schmieden. Ich habe nur gehofft, du hättest dir ein paar Gedanken gemacht. Nichts für ungut. Der Direktor langte an Severus Schulter und drückte einmal in freundschaftlicher und gleichzeitig auch ermutigender Geste zu, bevor er sich verabschiedete und zurück zur Terrasse ging. Das fehlte ihm jetzt noch, dachte Severus, als er nicht den Weg in die Kerker, sondern den Weg in den siebten Stock einschlug. Schon damals
Gleich nach dem Gespräch mit Albus hatte Severus angestrengt darüber nachgedacht, was er mit seinem Leben anfangen sollte, mit seiner Freiheit. Er selbst hatte keine eigenen Vorstellungen, keinen Antrieb, er könnte sich höchstens an den Lebenszielen anderer Menschen orientieren. Als er in diesem Zusammenhang an Harry dachte, da beruhigte Severus sich wieder, denn der war hier ebenfalls Lehrer. Andererseits war Harry noch jung und könnte sich in einigen Jahren umorientieren. Sofern Severus davon unterrichtet war, hatte Albus damals allen Vieren, Black, Draco, Harry und ihm selbst, das gleiche Angebot unterbreitet und das war gewesen, solange sie wollten, in Hogwarts unterkommen zu dürfen, bis sie ihre Leben geordnet hätten. Black war der Erste gewesen, der nun außerhalb der Schulmauern lebte und das ärgerte Severus ein wenig. Draco hatte als Nächster diesen Schritt gewagt, doch er würde für den Rest des Schuljahres in Hogwarts bleiben. Den 7. Stock endlich erreicht, nahm Severus die Wendeltreppe nach oben, um von der Plattform aus die Gegend zu überblicken. Oben angelangt, hörte er unerwartet Stimmen, sodass er sich ruhig verhielt. Das war ein schöner Tag gewesen, klang die verträumte Stimme der Schülerin Meredith Baerbaum. Es erstaunte Severus nicht, denn es war ja kein anderer Schüler über die Ferien hier, dass er Gordian Fosters Stimme hörte, die lediglich schüchtern sagte. Das finde ich auch. Nachdem Severus die Plattform des Astronomieturms betreten hatte, dauerte es gar nicht lange, bis er die beiden ausgemacht hatte, denn die standen genau dort, wo er sich aufhalten wollte. Sich den beiden, die ihn noch nicht einmal bemerkt hatten, langsam nähernd, traute er seinen Augen kaum, als der junge Mann die Hand der Schülerin in die seine nahm, an seinen Mund führte und... »Mr. Foster«, tönte Severus' Stimme, sodass beide Schüler erschrocken zusammenfuhren. Gordian warf die Hand, die er küssen wollte, von sich, als hätte man ihn beim Diebstahl erwischt. Gordian räusperte sich und begann erneut. »Professor Snape, ich wünsche Ihnen ein glückliches Neues...« »Was haben Sie oben verloren?« unterbrach Severus. Meredith erwiderte mutig. »Wir sehen uns das Feuerwerk an.« »Tun Sie das?« fragte er spöttisch zurück. »Es schien eher so, als würden Sie jeden Moment ein ganz eigenes Feuerwerk zünden wollen.« Den Kopf senkend erwiderte Meredith nichts mehr, sodass er nun den Schüler seines Hauses anblickte, der kleinlaut zugab. »Es war meine Idee gewesen, herzukommen, Professor. Wenn Sie jemanden bestrafen möchten, dann wäre ich derjenige, der es verdient hätte.« »Oh, wie überaus ritterlich von Ihnen«, sagte Severus mit schmieriger Stimme, als er sich über den Schüler lustig machte. »Verschwinden Sie von hier, alle beide.« Gordian und Meredith ließen sich das nicht zweimal sagen. Doch als die beiden schon einige Schritte gegangen waren, das sagte Severus mit lauter Stimme. »Ach, Mr. Foster!« Jetzt würde der Punktabzug und die Auferlegung der Strafarbeit folgen, dachte Gordian. Doch umso mehr überraschte es ihn, als sein Hauslehrer ihn vorwurfsvoll fragte. »Warum sind Sie noch nie auf die Idee gekommen, Miss Baerbaum in Ihren Gemeinschaftsraum einzuladen?« Mehrmals blinzelnd verarbeitete Gordian diese Aussage, bevor er die Gegenfrage stellte. »Ist das denn möglich?« Sein Hauslehrer blickte ihn mit starrer Miene an und erwiderte nichts, was für den Schüler Antwort genug war. Nachdem die beiden gegangen waren, stellte Severus sich an seinen Platz, an dem er schon zusammen mit Hermine gestanden hatte, als sie den Adlerauge-Trank ausprobiert hatten. Gedanken verloren, blickte er zum Mond hinauf, der in wenigen Tagen rund sein würde. Einige Raketen aus Hogsmeade schossen in sein Blickfeld und zerplatzten am schwarzen Himmel. Severus hatte wieder einmal das Gefühl, fehl am Platze zu sein, denn alle anderen schienen Silvester sehr viel zu bedeuten, während es für ihn lediglich ein weiteres Jahr einläutete, mit dem er nichts anzufangen wusste. Bei Zeiten würde er Harry fragen, wie der sich sein weiteres Leben vorstellte, ob er weiterhin Lehrer in Hogwarts bleiben wollte,
Auch von Hermine wollte er demnächst in Erfahrung bringen, was sie zu tun gedachte, hätte sie erst einmal ihren Meister in der Tasche. Nach ein paar Minuten wurde ihm zu kalt, sodass er den Heimweg antrat, während auf der Terrasse weiterhin das Feuerwerk gezündet wurde. »Hermine!« rief Harry, als er auf sie zugelaufen kam. »Du willst doch nicht schon gehen, oder?« »Doch, mir wird langsam kalt, trotz Ginnys Umhang.« Das hatte Ginny gehört, als sie bei den beiden angekommen war, sodass sie sagte. »Gut, dann kannst du mir ihn wiedergeben. Mir wird nämlich auch kalt. McGonagall sagte eben, wir hätten jetzt -8 Grad.« Ginny bedankte sich bei Hermine für den angewärmten Umhang, bevor sie sich wieder zu Sirius begab, denn die Kiste mit den Feuerwerkskörpern war ja bei weitem noch nicht leer. Harry blickte ihr einen Moment lang hinterher, bevor er erneut Hermine ansah und fragte, »Wann soll ich morgen bei dir sein?« »Nicht vorm Aufstehen, Harry«, antwortete sie auflachend. »Nach dem Mittagessen reicht völlig.« »Wir sehen uns dann sicherlich in der großen Halle, oder?« Nachdem Hermine bestätigend genickt hatte, ging auch Harry zurück zu Sirius und Ginny. Sich bei den Anwesenden verabschiedend, wunderte sich Hermine nur kurz darüber, dass Albus nicht hier war. Doch auf ihrem Weg traf sie ihn. Er stand im überdachten Gang und schien in Gedanken versunken zu sein, während er den dunklen Schulhof betrachtete. »Albus?« Er blickte auf, und als er sie sah, da wurden seine Augen mit Warmherzigkeit geflutet. »Geht es Ihnen gut?« fragte sie gleich im Anschluss, denn er schien ein wenig traurig zu sein. »Alles bestens, danke der Nachfrage, meine Liebe.« Sie zögerte einen Moment, wollte dann jedoch ihren Weg fortsetzen, da fragte Albus unverhofft. »Sagen Sie, Hermine.« Sie blieb nicht nur stehen, sondern kam auf ihn zu, bevor er fragte. »Es würde mich interessieren zu erfahren, wie Sie Ihre Zukunft sehen.« Machte sie im ersten Moment verdutzt, bevor sie die Gegenfrage stellte. »Allgemein gesehen oder detailliert? Wenn ich nämlich ehrlich bin, dann habe ich noch keine festen Pläne, nur einige Ansätze.« Er zog die Augenbrauen in die Höhe, wartete mit einem geduldigen Lächeln auf den Lippen, denn diese Ansätze wollte er hören. »Ich dachte mir, dass ich nach der Ausbildung bei Severus vielleicht im Mungos anfange. Und zwar am liebsten in der Abteilung für Vergiftungen durch Zaubertränke und magische Pflanzen. Das würde mir liegen.« Sie wäre prädestiniert dafür, denn sie hätte nicht nur eine Heilerausbildung mit Bestnoten, sondern später auch ihren Meister in Zaubertränken, voraussichtlich ebenfalls mit Bestnoten. »Im Mungos«, murmelte Albus, und sofort kamen Zweifel in Hermine auf, ob ihre Entscheidung die richtige gewesen wäre. Doch es war ihr Leben und sie müsste wissen, was ihr am meisten Spaß machen würde. Auch wenn sie die Träumereien aus Kriegszeiten nicht beachtete, an denen ihr Herz genauso hing, und deshalb vergrub sie ihre Zweifel auch schnell wieder. »Sie sind sehr talentiert«, lobte Albus unerwartet, weswegen Hermine beschämt lächeln musste. »Es wäre ein Jammer, wenn man ihre Fähigkeiten im Mungos ausbremsen würde.« Die Zweifel waren so schnell wieder da, wie sie eben verschwunden waren. »Wir sehen uns morgen sicherlich beim Frühstück, Hermine«, sagte Albus, bevor er ihr einmal zuzwinkerte und auf die Terrasse zusteuerte. Mit der Frage beschäftigt, was sie nach ihrer Ausbildung bei Severus mit ihrem Leben anfangen wollte, ging sie in den 4. Stock, und die gleiche Frage beschäftigte sie auch noch, als sie nach einer kleinen Abendlektüre ins Bett ging. Auch Severus machte sich ganz ähnliche Gedanken, während er einzuschlafen hoffte. Schon nach seinem ersten Gespräch mit Albus hatte er über seine mögliche Zukunft nachgedacht, während er im Verbotenen Wald spazieren gegangen war. Es waren 5 Punkte gewesen, die seines Erachtens die meisten Menschen mit einem erfüllten Leben in Verbindung brachten und daher ersehnten, einen Lebenspartner zu finden, eine Familie zu gründen, eine Bombenkarriere hinzulegen, viel Geld zu machen und glücklich zu sterben. Die ersten beiden Punkte wollte er für sich streichen, doch er fragte sich ernsthaft, ob der letzte Punkt
noch erreichbar sein würde, wenn man sich einsam fühlte. Er erinnerte sich zudem daran, dass er damals, kurz nach diesen Überlegungen, seinen Hund gefunden hatte, und in just diesem Moment sprang Harry auf sein Bett und legte sich neben seine kalten Füße. Endlich konnte er einschlafen. Mit geschlossenen Augen erwachte Severus langsam und er spürte, was vielleicht an einem Traum liegen konnte, an den er sich jedoch nicht erinnerte, dass jemand bei ihm war und das war nicht sein Hund. Er fühlte etwas Warmes an seiner Wange, fast wie eine Liebkosung, und sein Herz begann wie wild zu pochen, als er der festen Überzeugung war, es würde sich um Hermine handeln, die sich nicht nur unaufgefordert in seinem Schlafzimmer aufhielt, sondern auch noch die Dreistigkeit besaß, ihn zu berühren. Geschwind öffnete er seine Augen und richtete sich auf. Doch er war allein. Er hörte nicht einmal eine Atmung, so dass er auch die Tarnung durch einen Unsichtbarkeitsmantel ausschließen konnte. Erleichtert legte er sich wieder hin, und trotzdem er nun wach war, spürte er erneut die Wärme an seiner Wange. Der Grund war schnell gefunden, denn durch das winzige Oberlicht schien die Sonne in sein Schlafzimmer hinein und ein kleiner Strahl war auf sein Gesicht gefallen. Wenn jetzt schon die Sonne aufgegangen war, dachte er, dann musste er lange geschlafen haben. Ein Blick auf seine Uhr bestätigte seine Vermutung, doch fürs Frühstück in der großen Halle war es noch nicht zu spät. Ein hohes Fiepsen riss ihn aus den Gedanken. Harry hatte mit weit aufgerissenem Maul gegähnt, bevor er vom Bett sprang und sich streckte. Am noch nicht sehr gut besuchten Frühstückstisch in der großen Halle streckte sich Harry, bevor er mit weit aufgerissenem Mund gähnte, was Hermine belustigt beobachtete. Wow, Harry! Ich konnte einen Blick auf sämtliche deiner inneren Organe werfen. Tut mir leid, Mine. Er legte sich eine Hand auf den Mund. Das ist jetzt ein bisschen zu spät, schäkerte sie. Ich werde versuchen, versicherte Harry mit einem Schmunzeln auf den Lippen, noch während des Frühstücks meine Augen-Hand-Koordination wiederzuerlangen. War es gestern denn so spät geworden? Wollte sie wissen, während sie sich einen Tee einschenkte. Momentan waren sie die einzigen am Tisch. Ginny war viel länger auf. Ich hatte sie deswegen noch schlafen lassen. Sirius und Ginny sind noch viel feuerwerksbegeisterter als ich, erklärte er erstaunt. Hätte ich gewusst, dass Albus so viel von den Zwillingen gekauft hatte und er auch noch alles zur Verfügung stellte, dann hätte ich gar nicht selbst besorgt. Hermine lächelte, denn sie konnte sich gut vorstellen, wie Ginny und Sirius so lange wach geblieben waren, bis die allerletzte Rakete abgeschossen war. Severus war gestern recht früh gegangen, sagte Harry nebenbei. Dafür, dass er eigentlich gar nicht kommen wollte, war das völlig in Ordnung, verteidigte sie ihn in seiner Abwesenheit. Ach ja, ich habe ihm gesagt, dass wir beide uns heute treffen und, naja, was wir zusammen lesen wollen. Mit großen Augen blickte er seine beste Freundin an, bevor er wissen wollte, muss ich mir Gedanken um meine Gesundheit machen? Oder wie hat er das aufgefasst? Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.